So, und damit Hallöchen und herzlich willkommen zurück. Wenn ich sage zurück, dann meine ich auch zurück. Und zwar zurück nach Sasau. Ach Gott, oh Gott, oh Gott. Wir müssen tatsächlich, und mit dem Kloster, ich musste dann doch jetzt nochmal im Internet nachschauen, mit dem Kloster ist tatsächlich das Kloster in Sasau gemeint. Dann schreibt's nein. So haben sie nicht, deswegen musste ich da nochmal gucken. Ja, und dann werden wir da, allerdings werden wir da mal reinspazieren, wenn es Nacht ist. Eigentlich auch so simpel, ne? Dass du was glaubst, am besten wenn es Nacht ist, weil es da dunkel ist, ne? Im Normalfall. Muss ich sagen, nervt mich jetzt doch ein bisschen, dass ich da tatsächlich nachschauen musste. Eieiei. So, Ledetschko, hatten wir da noch eigentlich eine Quest offen? Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. So, wir müssen ja auch nochmal, wie wir ja Ende der letzten Folge mitbekommen haben, müssen wir ja nach Rathai nochmal. Jetzt pass auf, jetzt wird wieder an erwarten. Nicht nach Rathai, nach Skalitz, wo wir ja einen Schatz finden werden unter dem Taubenschlag. Bin ich da sehr gespannt. So, und wir werden nicht gekillt, beziehungsweise wir haben ja jetzt, jetzt wird es dunkel. Ach, wir haben 22 Uhr, dann könnten wir ja theoretisch da jetzt hingehen, ne? Dann könnten wir das jetzt aber tatsächlich machen, ne? So, weißt du was? Das machen wir jetzt auch ganz schnell. So, würden wir gerne machen, wenn der nicht ewig lang nachladen würde. So, Edzettler. Dann gehen wir mal hier entlang. Und ich muss sagen, wir laufen jetzt das bisschen. Da ist dann einfach noch ein bisschen mehr Zeit verschlingt. Wir auch dann mehr oder weniger auf Nummer sicher gehen können, dass wir vielleicht. Ja, diesmal mache ich den Fehler nicht und gehe gleich hier entlang. Diesmal, ja, wie gesagt, gehen wir auf Nummer sicher. Dass dann vielleicht dann doch schon 23 Uhr ist, was ich jetzt nicht denke. So, gehen wir nochmal hier rüber. So, dann werden wir mal schauen. Beziehungsweise wäre doch gelacht, wenn wir dieses komische Buch nicht bekommen sollen würden. Muss ja ganz ehrlich sagen, ich habe auch ein paar Meter weiter geguckt. Also wir haben. Ich werde es euch einfach zeigen. Ich hoffe, ich weiß jetzt noch den Weg. Weil der doch völlig durch eine ganz andere Tür vorbei ist. Rein ist. Aber ich denke mal, das sollten wir dann doch schaffen. Hey, Jungs, Ringelblume. Oh, Ringelblume. So, okay, es brennt kein Licht mehr. Könnte ein gutes, da ist ein Feuer, was brennt. Jetzt weiß ich nicht, ob das eine Wache ist. Wird eigentlich ein Kloster überwacht. Nee, ist nur so ein Feuerchen. Okay, dann hoffen wir, dass das jetzt was bringt. Klar, hier haben wir eine Wache. Was möchte denn der noch auf?
Wieso kann ich jetzt hier nicht neu? Bin ich wieder falscher Weg oder was da? Oder war das der Weg? Oh, jetzt weiß ich schon gar nicht mehr, ne? Ja. Und zwar haben wir ja hier eine schwere Truhe. Hier müsste theoretisch der Schlüssel drin sein. Genau, Bücherschrankschlüssel, den nehmen wir mal. Gibt's nicht gut. War das? Du bist kein Mensch, du hast hier nichts verloren. Hinfort! Ja, ja, leg mich. Pass auf, wo du. Pass besser auf, Bruder. Na, pass du doch besser auf, ey. Boah, Leute. Wieso ist jetzt noch wach? Wo läuft der? Ich will doch nur diesen Schlüssel haben. So, wir versuchen es nochmal. Okay, der geht pennen. Okay, leicht. Wir gucken uns mal hier ein bisschen um jetzt. Haben vielleicht jetzt auch hier nicht gerade die unauffälligsten Klamotten an. Wir nehmen es mal mit. Niederträchtige Schmiede, Alter. Alter, warte mal, warte mal. Ich muss jetzt mal hier mal kurz auf Ding. So, wir haben Heiligen Wenzel, Prokop und Adelbert. Niederträchtige Schmiede, haben wir das? Weißt du was? Ich nehme mal alles mit. So, und hier müsste der drin sein. Den klauen wir. Den nehmen wir auch mal sicherheitshalber mit. Ich glaube, das haben wir hier alles. So, gegen Flöhe und Warzen, das haben wir auch schon. Heilige Vifortis haben wir nicht. Die Legende, warte. Da haben wir eins und zwei, Könighofer Handschrift. Königinhofer Handschrift, Entschuldigung. Haben wir auch schon, Ratai müssten wir eigentlich auch haben, ja, haben wir auch. Die Füchsin und der Krug, Turniere. Haben wir Turniere? Ja, haben wir.
Die Legende der Melusine 1 bis 2 Mal. Die heilige Theo. Die heilige Vifortis. Die Legende der. Ach, die Legende, okay. Nee, die Legende der Heiligen, die Füchsin und der Krug, warte mal. Haben wir auch. Okay, wir haben. Die Aramiden. Die haben wir auch. Heilige Liebesgedichtsammlung, Prag, haben wir Prag? Prag haben wir. Beginnen zu kopieren. Fuck, wie komme ich hier raus? Fuck, wie komme ich hier raus? Shit. Wir sollten hier noch gar nicht sein. Wir sollten hier noch gar nicht sein, liebe Freunde. Wir laden noch mal neu. So, wie viel haben wir denn? Heute ist der 27. Heute ist der 27. Es tut mir leid, wir müssen hier nochmal laden. Es tut mir so leid. Und dann müssen wir jetzt eben halt doch nochmal nach einer Zeit zurück. Es tut mir sehr leid. Wir haben da jetzt irgendwie was gemacht, was ich nicht entziffern kann. Ja, das werde ich vermutlich irgendwann mal lesen müssten wir mal wieder. Six, das fällt mir gerade ein. Wir haben hier noch so viel, wenn ich hier so mal Excel-Tabelle sehe, ey, wir haben noch so viel zu machen. So viel zu lesen. Das sollten wir mal wieder eine Folge einlegen. Vielleicht in der nächsten Folge, ich weiß es nicht. Jetzt machen wir erst nochmal die Bücherquest weiter. So, wir haben 19 Uhr. Weißt du was? Reisen wir doch hier hin. Oh, der braucht aber lang. Es tut mir leid, ich muss jetzt nochmal neu starten, weil wer weiß. Das wäre nicht gut gegangen, die Quest. Keine Ahnung, was ist. Vielleicht eine Hauptquest oder so. Es sah mir doch sehr nach Hauptquest auch durch die Animation. Keine Ahnung, wir werden vermutlich hier doch nochmal offizielle Erlaubnis haben, da reinzugehen, wie es aussieht. Ich habe es mir doch schon fast gedacht, weil ich ja immer wieder auch die Leute gefragt habe, ja, wie schaut's denn aus? Jetzt weiß ich, warte mal, ich mach mal kurz die Balkontür zu. So. Dann sind wir ja schon in Litechko. Wir haben 20 Uhr. Überfall auf dem Weg.
fliehen. Feind. Misserfolg. Und jetzt? Okay, geht aber doch weiter. Okay, dann werden wir das jetzt nochmal machen. Es tut mir leid, ich mache nochmal die Excel-Tabelle auf. Aber das meiste haben wir ja nicht bekommen. So, jetzt haben wir aber schon Nacht. 22 Uhr gleich. Zeitlich optimal. Zeitlich optimal. Könnten vielleicht doch noch nach vorne. Eine Stunde oder so. Wäre vielleicht auch nicht das Verkehrteste. So. Weißt du was? Ach nee, ach, jetzt hätten wir schon fast eine Stunde. Okay, jetzt haben wir 2 Stunden. Ist auch wurscht. Wir sind ja noch satt. Wir haben noch Energie. Unsere Gesundheit war schon mal schlechter. So, dann machen wir halt jetzt nochmal. Jetzt nochmal 2 Stunden eben vor. Jetzt nur noch 1 Stunde. Und dann haben wir Mitternacht. Die schönen Hexenverbrennungen laufen schon. Und dann werden wir das nochmal looten, liebe Freunde. Zumindest werden wir es versuchen in dieser Folge. So, Excel-Tabelle habe ich auf. Ich hätte gesagt, wir wären soweit. Und dann gehen wir, wie gesagt, dann nochmal nach oben. Mitternacht. Ich frage mich, ob die dann Nachtzuschläge kriegen. Ich denke mal eher nicht. So, theoretisch werden jetzt alle hoffentlich schlafen. So, sehr schön. Dann nehmen wir den Schlüssel mit. Ist da jemand? Nicht, dass ich wüsste. Oh, doch. Dieser Ort passt besser als du zum Gebet. Was? Nix Gebet. Leg du dich mal schlafen, genau. Was ist jetzt los? Bleib sofort stehen! Was ist jetzt bei euch? Du da! Ergib dich! Du musst für deine Verbrechen gerade stehen! Was ist los? Ich hab doch nichts gemacht! Dir zeig ich, was verzieh dich bedeutet. Was? Ich würde dich ja eher aufknüpfen, aber leider darf ich dich nur in den Kerker werfen. Na, wir gehen jetzt nicht in den Kerker, oder? Was? Wir könnten es mal versuchen. Du machst einen großen Fehler. Wenn du wüsstest, wo du da hineingeraten bist, das wird kein gutes Ende für dich nehmen. Mir blutet das Herz. Das gibt's doch nicht. Dann sperr mich ein. Der Kerker ist wie für dich gemacht. Beweg dich. Wieso hat der? Ich bin doch rausgegangen. Schnellstmöglich. Einen Tag, ich sitze im Kerker. Einen Tag, willst du mich verarschen? Ich sitze länger als einen Tag. Eieiei, willst du mich verarschen? 24 Stunden ab da. Alles klar. Alles klar, wo gibt's hier einen Kerker? Müsste in Sasau geben, ne? Oder vielleicht gar im Kloster, ein Kerker? Naja, wäre ein bisschen komisch, oder? Jetzt haben wir 6 in der Früh, ey. Ich dreh doch gleich durch. Mann!
Ja, wenigstens geht's doch schnell bis jetzt auf die restliche Stunde dann. Die dauert dann immer doch ein bisschen. Ach, die Folge ist schon wieder für die Katze. So. Ach Gott, ey. Oh Mann, okay. Wir machen jetzt das Beste am besten draus. Und hören ganz auf so. Verschwinde und bete, dass du hier nie wieder landest, sonst lernst du mich richtig kennen. Ihr habt ein Kloster, eigenen Kerker? Für zwei Mann oder was? So, vielen Dank. Oder? Was sind wir? Himmel, pass auf, wo du hingehst. Gut, geh mir du jetzt nicht auf die Nerven. Ach, wir sind hier, okay. Jetzt weiß ich, wo wir sind. Knacki! Was zum Essen wäre aber nicht verkehrt, ne? Was zum Essen wäre jetzt nicht das Verkehrteste. Müssen wir halt jetzt mal gucken. Ob wir hier vielleicht was stibitzen können, außer jetzt die blöden Brennnessel. Na, könnte man sich aber theoretisch einen Brennnessel-Tee machen. Luden, luden, luden. So, wir nehmen das mal alles mit. Warum? Weil wir es können. Das ist jetzt schon wieder. Ringelblume nehmen wir mit. So, hier können wir rein. So, was war jetzt das nochmal für eine Quest? Ach, ein Leichentuch, ne? War das, glaube ich. Shit. Okay. Wunder dieser Welt, ruheloser Geist. Wunder dieser Welt. Wir machen die Quest noch weiter. Ist das die Quest? Ich hab frei hier eine Schaufel. Ach du grüne Neune. Okay, weißt du was? Die Schaufel hauen wir aber mal wieder raus. So, wir müssen tatsächlich hier rein. Hey, was dran? Kann ich mit dir reden? Ich hoffe, ich kann dir von Nutzen sein, Ritter. Das hoffe ich auch. Ah, okay, mit dem kann ich interagieren. Ich sehe, ein Verwandter ist verstorben. Mein alter Vater. Wir werden ihn alle vermissen. Darf ich mich von ihm verabschieden? Tut mir leid, aber ich kenne dich nicht. Und die Toten sollen ruhen. Ich will die Seele meines Vaters nicht stören. Ja, kann ich verstehen. Du kümmerst dich um deinen Vater wie ein guter Christ. Ich tue mein Bestes. Mein Vater, Gott hab ihn selig, verdient es. Wie stellst du sicher, dass seine Seele in Frieden geht? Er liegt in der Kirche, wo er von der Familie Tag und Nacht bewacht wird. Und die Fenster stehen offen. Also sollte seine Seele ungehindert gehen können. Ist doch schön. Hast du ihm etwas seiner Habe mitgegeben? Er sagte immer, seinen Becher nimmt ihm niemand, nicht einmal der Tod. Außerdem hat er sein Leichentuch und etwas Branntwein. Und seine Sünden? Und hast du Abbitte für seine Sünden geleistet? Was?
Wieso? Meinst du, das ist notwendig? Komm, wir machen mal das schlimmste Szenario. Aber natürlich. Hölle und ewige Verdammnis drohen. Damit ist nicht zu spaßen. Mein Vater war ein guter Mann. Gott ist mit ihm. Möge Gott über dich wachen. Das mag schon richtig sein. Ich hätte was anderes nehmen sollen. Was ist jetzt schon wieder los? Wieso raufen wir? Aber eine neue Stufe erreicht, was Faustkampf angeht. Jetzt aber auf die Nüsse. Fuck. Ich will den doch nicht töten. Die Kohle nehmen wir natürlich mit. Die Truhenschlüssel auch. Warte mal, wir müssten doch beim Pferd noch was haben. Wo ist zum Essen, oder? Wir hatten doch so viel Speck. Oh Mann, was machen wir hier? Den Apfel nehmen wir mit. Groschen hat auch nicht viel dabei gehabt. Hey. Bitte verzeih mir. Um Himmels Willen, da, da drüben. Shit, Skalitze. Mein Gott, da drüben! Um Himmels Willen, da, da drüben! Tut doch was! Mein Gott, da drüben! Was ist mit dem los? So? Ich bin wirklich ziemlich hungrig. Ja, das weiß ich auch. Liebe Freunde, wir machen hier eine kleine Folgenpause. Und ich bedanke mich fürs Einschalten. Wir sehen uns dann wieder morgen in aller Frische. Keine Ahnung, was wir hier machen müssen. Wir werden es aber merken. In diesem Sinne, euch einen schönen Tag. Und ja, bis morgen einfach. Ne? Dann schauen wir mal, dass wir die Quest hier irgendwie zusammenbringen. Macht's gut, Servus. Euer Franconia.